Ein Drache wurde geboren bei Jade Drache Hair Poetry. Der Drache ist von meinem Moodboard. Der hatte also schon ein neues Zuhause. Und den habe ich so als Forkenstab gemacht. Ihr kennt das von der Pferdeforke, die ich im Winter gemacht habe. Ich finde das sehr praktisch, weil du kannst es als Stab tragen, aber auch als Forke. Und dann hast du so ein Multitool. Das ist immer ganz witzig, Zusatzfeatures. Ja, der Drache ist aus Nussholz und das antike Nussholz hat mich wieder mal nicht enttäuscht. Das ist so toll. Ist hier eine super Maserung, die auch wunderschön das Gesicht betont. Unabhängig davon, dass das bei so kleinen Schnitzereien irgendwann noch zu filigran wird, habe ich hier auch bewusst darauf verzichtet, Schuppen zu schnitzen. Weil das wäre zusammen mit dem Holz zu viel gewesen. Und ich finde, das ist so einfach ausreichend.